Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir haben jetzt Platz hier in Frankreich zum Beispiel ein bisschen durch die Fantasieinsel, da dort ja die Oase gekommen ist. Und deswegen habe ich noch keinen Schwarzwälder verkauft. Ich habe nur den, ja, momentan heißt er noch Oscar, hier hingestellt. Der wird aber definitiv einen anderen Namen bekommen. Ich konnte mich nur noch nicht entscheiden, wie er heißen soll. Aber ich habe ihn zumindest schon mal auf Level 4 hochgefüttert. Ach ja, das sieht doch gut aus. Aber ob es reicht, könnte knapp werden. Aber wenn er erwachsen ist, können wir mal züchten. Wir haben ja durch die Suchfunktion, die es gibt, die ich ja leider am Anfang ja, übersehen habe, da gab es schon auch noch ein paar Probleme. Da wurde wohl nochmal ja, nachgebessert. Haben wir ja ein Stütchen gefunden auf Stufe 4. Und wenn er erwachsen ist, ich hoffe, sie steht noch da und trainiert nicht oder ist irgendwie anderweitig in der Oase oder sonst wo verschwunden, dann züchten wir mit ihr. Ach ja, das sieht doch gut aus. Reicht. Noch ist er nicht schick. Zeig dich doch mal. Sonst müssen wir gleich noch mal in die Umkleide gehen. Ja, dann machen wir das einfach mal. Und wir müssen uns unbedingt Atraxi angucken. Hier, genau. Das hier ist ja diese Champ-Brille. Das sieht ein bisschen, naja, steht ja auf jeden Fall nicht, tut mir leid. Aber sonst total schickes Kerlchen. Und deswegen, davon braucht man definitiv noch ein Stütchen. Und ja, die Brille von Champ gibt es jetzt extra. Das bedeutet, unsere Champ-Pferde haben die nicht mehr auf. Das schauen wir uns dann gleich an. Vorher wollen wir die Suchfunktion nochmal benutzen. Ich weiß leider nicht mehr. Also ich weiß es zwar hier, ich weiß aber nicht wo. Ach nee, ein Hengst nicht. Wir brauchen eine Stute. Man sollte schon richtig einstellen. Genau, und dann können wir jetzt besuchen. Und dann werden wir gleich dahin gebracht, wo das Stütchen steht. Also sie ist offenbar nicht in der Oase verschwunden. Und das ist hier die Diana. Und der Oscar. Oha, ist das teuer. Wir gucken jetzt gar nicht, wir sehen es dann ja. Was es wird, Hengst oder Stute? Und es ist ein Stütchen, yes. Oh. Ja, was haben wir denn hier noch? Rocky Mountain. Oh, Rocky Mountain wäre zur Zucht natürlich für den Krebs auch noch gut. Aber, na gut, wir haben jetzt Clydesdale und. Och Gott, was war denn das? KVPN, genau. Freigeschaltet. Wir schauen mal nach Deutschland. Ich glaube, da habe ich Atraxi auch hingeschickt. Aber sie ist wahrscheinlich schon wieder in der Oase verschwunden. So, vorher. Jo, den stellen wir mal hier hin. Vielleicht können wir ihn trainieren und für Diamanten verkaufen. Wir schauen mal. Jetzt haben wir ja ein bisschen Platz dafür. Na so. Krebszucht. Mal sehen. Und es klappt, ist nicht wahr. Ein Stütchen. Siren. Jo. Gott. Ja, wir gucken mal, ob wir das verkürzen. Ach, Rima hat auch ein Level Up. Die habe ich auch noch nicht verkauft. Wo haben wir sie denn? Da. Auf dem Bild ist die Brille jetzt auch verschwunden und. Ich glaube, wir sollten ihr mal.
den Sattel abnehmen. So. Sieht doch gleich viel, viel besser aus, auch ohne diese Brille. Ich glaube, wir sollten sie trotzdem nochmal in die Box stellen. Das war schon eine Verschwendung an Münzen. Oder? Ja, zeig dich mal von vorne. Sieht doch definitiv besser aus. Total toll. Dann müssen wir mal gucken. Haben wir das Hengstchen hier auch schon drin? Und dann Stufe 1er. Ganz viele Level-Ups. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Level-Ups. Ach, ich hab grad noch was züchten, weil denn heute sonst noch Krebs hat geklappt. Ich glaube, so was richtig Wichtiges. Ich glaube, dann verkürze ich lieber die Zuchtzeit beim Krebs. So. Obwohl, bei den Löwen könnte es weitergehen. Und wir haben hier noch einen Platz frei. Ach stimmt, da ist ja gerade ein Pferdchen hin unterwegs. Da habe ich getauscht auf der Fantasieinsel. So. Und Harmony auch. Sehr schön, wenn es mit den Verbesserungen klappt. Bei den Pferden würde ich mich natürlich richtig freuen. Das eben hat geklappt, aber Stufe 3 wäre natürlich nochmal, ja, schöner. Aber hier gibt es nur Kuchen. Schade. Ach ja, und die Daisy. Auch für sie wäre es schön. Springen verbessern. Und hier gibt es nur Münzen. Na gut. Dann würde ich sagen, schicken wir dieses Kerlchen mal auf die Weide. Wir schauen uns mal die Post an. 3900 Münzen als Belohnung. Oh. Here are the glasses for Champ. Okay. Das heißt, weil wir Champ gezüchtet haben, bekommen wir jetzt diese Brille dazu. Müssen sie nicht kaufen für viele Diamanten. So, die Pferde wurden gestreichelt. Ja, Werbung sehen wir uns jetzt nicht an. 4749 Münzen. Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt bei euch. Und wir wurden in Brasilien überholt. Okay. Das kennen wir ja schon. Das dauert noch. Komm. Wir verkürzen das jetzt. Immer noch 10,5 Stunden. Naja, gut. Dann schauen wir als nächstes erstmal hier zu den Kisten. Anfordern. Isabella. Sehr gut. Nochmal Isabella. Oh, nochmal Isabella und nochmal Isabella. Und wir haben Stuhl. Den müssen wir uns auch gleich noch anschauen. So, Kate. Gut, also wir haben nur, obwohl das Bild hier unten hat sich auch geändert. Gestern war ja noch Rotkäppchen zu sehen und heute Isabella. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass man bevorzugt für das Pferd dann Rezeptabschnitte bekommt. Oder war es jetzt einfach nur extrem viel Glück? Ich weiß es nicht. Aber ist ja eigentlich auch egal. Wir möchten ja trotzdem beide freischalten. Sehr gut, nochmal eine Kristalltruhe bekommen. Gucken mal. Aber gibt's ja noch. Aber gut, kann natürlich sein, dass wir die Rezeptur hier überhaupt nicht erhalten können, dass das schon mal drin ist für was, für ein anderes Event. Von Rotkäppchen wurde noch nicht gesprochen, muss ich ja ehrlich sagen. Oder ich habe es total überlesen.
Schade. Na. Das himmelblaue Derby-Pferd da hinten macht uns irgendwie das Leben schwer und auch das belgische Warmblut. Jetzt müssen wir perfekt treffen. Nein. Ob das noch was wird. Aber knapp. Ganz knapp. Und die anderen dürfen gar nicht mehr ins Ziel kommen. Doch wie gemein. So, Ronja nochmal. Nein, nicht so toll getroffen. Und jetzt, wo wir gerade einen Frederiksburger dabei haben, der nächste saisonale Star ist ja ein Frederiksburger. Zertifikat gibt es ja dann auch beim nächsten T4-Pferden zu erhalten. Oh, wir sind nur Platz 4. Das ist aber schlecht. Oh, haben wir uns so noch vorgearbeitet und können wir das halten? Das Feld liegt so dicht zusammen. Aber wir haben es noch geschafft. Gut. Und die letzte Truhe noch. Machen wir nochmal mit Lea. Und diesmal kriegen wir einen perfekten Start. Ach ja, ich freue mich jetzt so, dass wir den Schwarzwald haben. Mit dem müssen wir auf jeden Fall auch noch ein Rennen machen gleich. Ach nee, wir haben schon die Zucht begonnen. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Gut, dann, wenn das Stütchen da ist, werden wir auf jeden Fall ein Rennen mit ihm laufen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe hier mit den Aufnahmen, da war gerade das Zertifikat für den Schwarzwälder zu erhalten. Und ja gut, da hatte ich halt das Level noch nicht und ja, fand das extrem schade. Jetzt über ein Jahr später kam es wieder und jetzt haben wir es endlich. So. Bestenliste. Uff, Gott, sind wir abgerutscht. Ach ja. 32, 80, 67, 7, Quatsch, 76. Okay, das, oh, Trine ist dabei. Platz 16 mit ihrem bayerischen Warmblut, ne? Okay, das ist. Hier waren wir doch auch züchten. Bei Royal Diva. Estrela. Kamari Derby Pferd. Okay. Ist aber gut. Platz 27. Knapp. Na gut, lassen wir das. Schauen wir nochmal nach Großbritannien. Löwe. Hier ist unser Löwenstütchen, Hekuba. Stufe 2. Die gute habe ich schon mal wenigstens ein bisschen gefüttert. Oder nee, ich glaube, sie war auf der Weide unterwegs. Genau, den Schwarzwild habe ich gefüttert und sie habe ich auch immer einmal auf die Weide geschickt. Und mal sehen, ob wir sie jetzt groß bekommen. Die kleine Maus. Und dann müssen wir ein Hengstchen zum Züchten finden. Mit der neuen Suchfunktion dauert das jetzt zum Glück nicht mehr ganz so lange. Ist natürlich die Frage, ob irgendwer noch Löwen draußen hat. Habe ich schon mal. Oh, mit ihr könnten wir sonst noch mal ein Rennen machen. Wenn ich sie noch auf Stufe 5 bekomme. Aber wir können vorher auch noch mal kurz nach Montana schauen.
Genau, hier ist nämlich auch ein Pferdchen fertig. Ich habe noch ein KPWN, ich glaube. So. Die trainieren auch mal ein bisschen. Wollen wir das jetzt überhaupt noch versuchen, ist halt die Frage. Wir kriegen ja einen Krebs. Ich glaube, dann warten wir lieber auf den Krebs und züchten dann dort weiter. Wir haben jetzt hier das Fjordi. Ach Quatsch, wir sollten mal hier mit normalen Pferden weiter züchten, sonst kommen wir hier nie voran. Haben wir hier irgendwie zwei irische Sportpferde oder Jütländer oder Lusitano. Haben wir einen von denen hier stehen, beide. Also Hengst und Stute. Sonst muss ich hier mal wen hinschicken. Oh, wir haben schon eine Mona. Da muss ich Mona wohl mal umbenennen, denn ich wurde gebeten, den Krebs Mona zu nennen. Da wir jetzt ein Stütchen bekommen, passt das ja. Aber muss ich dran denken, unser Morgen. Gut, einen Jütländer haben wir hier zum Beispiel. Haben wir noch einen Jütländer hier? Ja, dann würde ich sagen, züchten wir noch Jütländer. Das ist hoffentlich auch nicht ganz so teuer. Und wo ist der Hengst? Der Vito. Och ja, das geht doch. Und die Chancen sind auch nicht so schlecht. Also 23%. Kann man schon mal ganz gut mitleben, aber es klappt nicht. Und es dauert auch nur 7,5 Stunden, bis das Stütchen jetzt fertig ist. Also, das ist nicht so schlimm. Dann schauen wir trotzdem nochmal kurz auf die Fantasieinsel. Ja, hier ist noch so ein bisschen Umbruch. Hier dauert es leider noch ein bisschen. Die Jazz ist noch nicht fertig. Und ja, ich habe das eine Fohlen schon mal losgeschickt zum Trainieren. Und ich glaube, wir behalten den Herrn hier zur Weiterzucht, denn er hat diese schönen hellblauen Augen. Luke. Ob er dann so im Endeffekt heißen wird, weiß ich nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich ihn dann überhaupt behalten werde. Ich weiß nicht, was als Stufe 3er dann uns erwartet, Hengst oder Stute. Ja, mal sehen, wie sich das mit der Oase noch weiterentwickelt. Ja, wer hierher kommt. Genau, Vivian kommt jetzt noch hierher und Jean und Tobi. Und zwei müssen dann draußen stehen. Einer kann in die Oase. Meine ich zumindest, dass hier noch Platz frei ist, genau. Und ja, mit dem Rest züchten wir dann hier erstmal. So, jetzt aber erst nochmal schnell zum Löwen. Na, mit Mais wird das natürlich nicht so schnell was. Oh ja, rotes Futter. Ich hoffe, davon haben wir noch genug. Zeigst du dich nochmal von der Seite? Nee, bitte nochmal richtig. Oh ja. Sehr schick. Noch haben wir 1 Million an Münzen. Das wird sich aber wahrscheinlich ändern, denn wir sind jetzt schon über der Zeit. Also ich denke mal, ich suche ein Hengstchen dann außerhalb der Aufnahme. Das würde jetzt dann wahrscheinlich wirklich den Rahmen sprengen, auch wenn die Funktion mit dem Suchen total toll ist und zeitersparend ist, aber auch das kann sich ja ein bisschen hinziehen. Auch hier orangenes Futter bringt auch nochmal was. Und das könnte eventuell sogar schon reichen fürs Level Up. Und hier Kuba wird sie aber auch nicht heißen. Also wenn wir sie wirklich behalten sollten, tja, wäre sowas ja so standardmäßig. Nala und Simba wäre natürlich, könnte man aber trotzdem machen. Okay, es reicht. Sehr schön.
Dann haben wir jetzt wenigstens noch einen erwachsenen Stufe 2er Löwen. Schick, schick. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Stufe 2. Wir können Stufe 1 nochmal ansehen. Das ist der Abbas. Ja gut, der hat auch noch keinen anderen Namen bekommen. Ist auch noch der vom Spiel vorgegebene Name. Zeig dich auch nochmal. Also ich muss jetzt sagen, mir gefällt Stufe 2 wirklich ein bisschen besser. Farblich gesehen jetzt. Ja. Ach, mal sehen, wer nachher bleibt. Na, wir können es ja jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Gut, aber auch im Anbetracht dessen, dass wir nur 10 Plätze erstmal dazu bekommen haben und das Level Up ja noch ein bisschen auf sich warten lässt, weiß ich nicht, Trojan ist dann so das Notverkaufspferd, weil ich wirklich dann Platz brauchen sollte. Ich werde trotzdem versuchen, ihn so lange wie möglich zu behalten. Und Rima, ja, weiß ich nicht, ob ich sie noch auf Stufe 15 versuche zu bringen oder lohnt es sich, sie jetzt zu verkaufen? Oh, hat jetzt eigentlich schon das Pferd hier gewechselt, das wir bekommen. Wir können noch mal Peter bekommen. 5 Tage, 23 Stunden. Also, vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. Gib 50 Diamanten aus, okay. Sammle 15 Diamanten, kriegen wir wahrscheinlich auch hin. 7500 Meter im Jagdrennen machen wir nicht. Na gut, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, mal sehen. Vielleicht habe ich da bis dahin ein Hengstchen zum Züchten gefunden für unsere Hekuba. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall den Krebs an. Und tja, das Schwarzwälderstütchen, da machen wir auf jeden Fall noch ein Rennen. Und jetzt fällt mir gerade ein, apropos Rennen, wir wollten mit dem Löwen noch ein Rennen machen. Huch, ja. Dann machen wir das jetzt auch noch. So, einmal den Booster am Anfang. Einmal Wolkenrennen mit ihr. Oh. Ja, sorry. Ich habe jetzt auch gar nicht auf ihre Werte geachtet, muss ich ehrlich gestehen. Lassen wir uns überraschen. Ausdauer ist nur mittelmäßig. Geschwindigkeit ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das heißt, springen müsste bei ihr das Schlechteste sein. Wir könnten Topas bekommen. Oh, da bin ich auch viel zu früh gesprungen. Aber ich glaube, so weit verlängern wir jetzt nicht. Nicht mit ihr, tut mir leid. Oh. Okay, das habe ich verpennt, dass da ein Hindernis auftaucht. Na gut, aber fast 1000 Meter hätte ich das jetzt nicht verbockt. Die beiden Male hätten wir die 1000 Meter geschafft. Ja, und dann haben wir hier noch Ebony, ein Zwilling, der verbessert wird, ein Stier 2. Und ja, wir und der Krebs. Argo. Oh, wollen wir da mal vorbeischauen? Wollen wir da mal vorbeischauen? Ich bin jetzt ja, wenn wir dann Hengstchen gefunden hätten. Ach Gott, welches Level war sie denn nochmal? Irgendwie hier. Da. Wir hätten natürlich auch die Suchfunktion nehmen können. Aber das wäre ja jetzt zu einfach. Also haben wir es auch. Es ist ein Hengstchen. Das heißt, wir haben schon ein Hengstchen zum Züchten gefunden. Yes! Hat sich ja doch noch gelohnt, das Rennen zu machen und da mal zu schauen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn unser Krebsstütchen da ist und erwachsen ist, hoffe ich einfach mal, dass der gute Argo hier noch steht und dass wir mit ihm dann züchten können. Das werden wir dann aber. Und wahrscheinlich beim nächsten Mal sehen. Also, bis dann. Tschüss.